gut, fliegen wir weiter und weiter und weiter. Hopp. Ja, ich meine es eigentlich nicht gut mit meinem Leben, weil ich weiter Masse sammle. Aber wir könnten mal wieder zu einem der Quests rüberfliegen. Also nehme ich einfach mal den ganz linken. Gut, das ging schnell. Ja, die Quests sind immer im Schnitt relativ gleich weit entfernt. Here is a planet full of skunk. I need you to exterminate it. Ein Tötungsauftrag. Okay. Kann das jetzt auch nicht wegdrücken. Bewegen wir uns mal langsam genug, dass unsere Schiffe mitkommen. Ja, ist ein Open World. Das heißt, ich kann auch mich unendlich in jede Richtung bewegen. Ich verliere rapide an Masse und hab mein Leben verloren. Breche ich meine Quest ab. Also das war nicht so dufte. Masse, Masse, Masse. Komm schon, noch mehr Masse. Da sieht man schon, wie sie ihre Richtung ändern und sich von mir angezogen fühlen. Sehr, sehr hübsch. Hopp. Gut. Der will Stress. Beschleunigen wir mal ein bisschen auf planetare Geschwindigkeit. Wusch. Hopp, das du auch noch. Und, komm schon, du auch, brav. Ah ja, ich hab wieder Leben. Juhu. Und noch mehr Leben. Und jetzt Asteroiden, Monde. Bam. Ja, je höher die Erfahrung ist, desto besser sind natürlich die Schützen und alles. Und sie sind, werden dann auch schneller, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Aber das ist jetzt mal nicht so wichtig. Wir wollen eine Sonne werden. Beschlossene Sache, können unsere Lebensform auch nichts dran ändern. Sind hier keine liebe, brave Erde, die 3,5 Milliarden Jahre so war, was war. Damit wir nur leben, drauf leben können. Nein, jetzt wird hier sich weiterentwickelt. Hopp, hopp, hopp. Es dauert schon deutlich länger. Man braucht schon einiges an Masse. Und mein Leben führt mal wieder Krieg. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Schauen wir uns mal den Quest hier drüben an. Hopp, 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 hopp. Na komm schon. Du Asteroid, du. Und hier durch. Yep, perfekt. Das Schiff, was bei mir entsteht, direkt mal zerstört. Was schön years old. It's divine example of neo cosmological design. Clear the dirty asteroid moons from this piece, but not touch anything else. Not even slightly. Gut. Ich muss jetzt also clear the dirty asteroid moons from the piece. Ja, wie mache ich das denn jetzt am besten? Mach. Oh fuck. Ah, ich werd angezogen. Ich werd angezogen. Das konnte ich nicht mehr verhindern. Das wird sehr schwer. Ich darf nichts anderes berühren. Und je näher ich natürlich dieser Sonne komme, desto höher ist die Gravität. Gravitation. Danke, Englisch. Danke, Zunge, für das Wort Gravitation. Und desto schwerer wird es natürlich für mich, überhaupt mein Orbit zu halten. Das besitzt nicht die Fähigkeit, mich einzufangen, was sehr positiv ist, sonst wäre ich auch bald einer dieser lustigen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, geschafft. Puh, das war knapp. Ja, wir können uns hier ein bisschen in einer Art und Weise bewegen, die nicht wirklich reale Himmelskörper machen. Gucken. Uff. Ach komm schon. Jetzt haben wir es gleich. Gerade so noch geschafft. Gerade so. Na gut.
Dann fliegen wir mal weiter. Hopp, 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 hopp. Oh, jetzt haben wir einer dieser schweren Kampfschiffe, die Raketen schießen können. Und natürlich machen sie mir meine wertvollen Asteroiden weg, diese Monster. Aber nicht mehr lange. Denn wir haben schon fast das Ende dieser Stage erreicht. Hopp. Ich könnte auch mal einfach an Ort und Stelle stehen bleiben und schauen, wie viele Schiffe denn jetzt entstehen. Aber... Oh, meine Zivilisation hat auch schon einiges in Erfahrung gesammelt. Tja. Nicht meine Schuld, wenn sie gleich alle sterben. Positiv, wenn sie gleich alle sich höher entwickeln. Ja, Weiterentwicklung ist das Programm. Und komm schon, noch ein bisschen. Du da. Danke. Und wir sind eine Sonne. Und werden mit Raketen beschossen. Genau wie das Sonnen nun mal werden. Wir bleiben jetzt sogar eine Weile Sonne, sieht man schon. Und können uns jetzt Planeten sammeln. Und diese Planeten können natürlich auch Asteroiden sammeln. Tada! Komplexe Solarsysteme. Wie wir es in Astronomie gelernt haben. Und wenn ich ihn aufnehme, ist es sogar mal gar nicht wenig Masse. Aber ich muss natürlich jetzt, um eine größere Sonne zu werden, deutlich mehr sammeln. Komm schon, du auch. Ja, da sieht man mal die verschiedenen Anziehungskräfte, wie sie aufeinander wirken. Und jetzt, es gab noch eine coolere Anzeige. Ich suche jetzt die verdammte Anzeige. Nochmal kurz hier. Oh, ich kann das Spiel also in Englisch oder in Englisch auswählen. Sehr gut zu wissen. Hat mich jetzt auch beinahe überrascht. Hier ist es nicht. Cycle Objects down und so weiter. Okay, okay. Das Absorbment hilft mir überhaupt nicht. Es gab noch einen anderen Anzeigeknopf. Ich bilde den mir auch bestimmt nicht nur ein. Ich bin davon überzeugt, ihn mir nicht einzubilden. Das ist das Wichtigste. Den gab es. Die war es nicht. Ach ja. Ups. Komm schon. Die greifen wahrscheinlich ihren alten Planeten, ihren alten Heimatplaneten gerade an. Und ich krieg wieder Raketen. Perfekt. Genau das, was eine Sonne verdient hat. Ach, Gott sei Dank. Man sieht jetzt auch, durch meine Gravitation ziehe ich hier quasi alles magisch an. Einfach, weil ich verdammt schwer und groß bin. Komm her, du Planet. Wollen gleich mal Medium Star werden, denn je größer der Star, desto mehr Planeten kann ich halten. Hopp. Ah. Kann mir auch anzeigen lassen, den Entwicklungsgrad der anderen Planeten. Na komm. Lass Leben entstehen. Ah. Oh, ein Quest. Gucken wir mal, was der Quest macht. The first task is of that missionary. Okay. Convert to protect it. Go find it now. Okay, wir sollen also einen Planeten fangen. Oh, und beschützen. 60 Sekunden lang. Oh. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, wir sind scheiße. Ich bin scheiße. So. Das lief nicht so gut. Wenn wir übrigens einen der Planeten lange genug füttern, dass er auch zu einer Sonne wird, sind wir ein Zwei-Sonnensystem. Mal kurz gucken, wie lange dauert es bei dem noch. Ein gutes Stück. Da suche ich mir lieber einen Planeten, der schon weiter ist.
Hopp.